Willkommen zu Tag 2 hier in Walt Disney World. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 2 hier in Walt Disney World. Heute geht's ins Animal Kingdom. Die Outfits kennt ihr ja von meinem Pack-Video. Ich versuche euch die ein bisschen immer zu zeigen, aber ist schwierig, denn im Hotelzimmer ist ein bisschen Chaos und da will ich den Vlog auch nicht anfangen und vom Spiegel und so. Deswegen versuche ich euch vielleicht später mal die Outfits zu zeigen oder vielleicht die Kamera irgendwo hinzustellen. Und ja, ich habe um 7 Uhr tatsächlich schon Lightning Lane für Flight of Passage gebucht für 11:15. Kann ich euch gerne hier einblenden, die Bildschirmaufnahme. Ging super easy, man sollte halt vorher eine Kreditkarte eingepflegt haben in der My Experience App. Wir haben es für alle 4 gebucht und ich bin sehr gespannt auf Animal Kingdom. Das Wetter ist tatsächlich wieder wunderschön heute. Heute soll es der wärmste Tag werden, deswegen gehen meine 3 Grazien hinter mir. Mittags schon zum Pool und ich werde noch bis nachmittags dann im Animal Kingdom bleiben. Ja, jetzt geht's aber wieder erstmal Kaffee holen. Und achso, ich habe mir gestern mein Magic Band gekauft. Eigentlich hatte ich ja einen bestellt, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hätte auch irgendwie bezahlen müssen, aber hat irgendwie nicht so geklappt. Deswegen habe ich mir jetzt gestern den hier im Shop gekauft. Und damit bezahlt man, da ist das Ticket drauf, da kommt man ins Hotelzimmer rein. Also alles kann man mit dem Magic Band hier erledigen. Ganz praktisch und natürlich ein Muss für Walt Disney World. So, jetzt gibt's Kaffee. Ja, für Hotelgäste ist der Eintritt bereits eine halbe Stunde früher, sowas wie im Disneyland Paris die Magical Hours. Und wir sind drin und ich muss sagen, es fühlt sich direkt wie im Dschungel. Also es ist schon richtig hübsch. Da wir Lightning Lane haben für Flight of Passage, werden wir jetzt nicht dahin laufen, weil die meisten werden, denke ich mal, dahin laufen. Wir werden uns jetzt mal zur Safari begeben und uns ein paar Tiere anschauen. Da ist das Wahrzeichen vom Animal Kingdom, the Tree of Life. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Ist das nicht süß? No? Ihr werdet uns übrigens nie frühstücken sehen, denn wir frühstücken nicht. Ich habe morgens meinen Kaffee hier bei dem im Hotel und wir haben bei Amazon Fresh Bananen, Riegel, Muffins und sowas bestellt. Und ich frühstücke sowieso erst später, so gegen 11, auch zu Hause. Und deswegen macht mir das gar nichts aus, jetzt hier morgens gar nichts zu essen. So sparen wir auch noch das eine oder andere. Also frühstücken werden wir hier wahrscheinlich nie. Unsere erste Attraktion, habe ich eben schon erwähnt, Kilimanjaro Safaris. 15 Minuten Wartezeit hier am Morgen. Und der Park macht offiziell eigentlich erst in 10 Minuten auf.
wir sind jetzt runter von der Safari, geht ungefähr 25 Minuten, wenn das Onride ein bisschen shaky war, also ein bisschen gewackelt, tut mir leid, aber der Wagen ist halt, es geht halt über Stock und Stein. Aber wirklich ganz, ganz toll. Wir haben sehr, sehr viele Tiere gesehen, auch Babys und kann ich jedem empfehlen, wirklich eine ganz, ganz tolle Safari. Nach der Safari kann man jetzt hier noch so einen Gorilla-Trail, also so nochmal so zu Fuß durch einige Tierwelten laufen und hier sind Fische und hier fliegen Vögel frei rum. Da oben ist so ein Netz, das heißt, sie kommen nicht raus und die fliegen hier einfach frei rum. Also es ist wirklich schön. Oh, da ist ein, ich glaube, ihr seht den nicht, ein kleiner, süßer, bunter Vogel. Da. All right, my friends, so we are going to be getting two badges here today. We're going to be getting our gorilla badge as well as our hiking badge because you guys hike the trail. Now, our gorilla is here. We are having a very active morning. In fact, I don't know if you can see through there, our six-month-old baby is just coming into view. We have 20. Oh, sorry, I said 20. I meant 19. There we go. And then we'll get your hiking badge as well. Thank you so much. You're very welcome. Have fun. Bye. Also ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber da ist ein kleines Gorilla-Baby, 6 Monate alt. Man erkennt sehr schlecht, aber wir sind jetzt hier in Pandora angekommen und haben noch ein bisschen Zeit für unseren Lightning Lane Slot und deswegen schauen wir uns erstmal noch mal ein bisschen um. Es ist Zeit für unsere Lightning Lane und Avatar Flight of Passage. GoPro ist an, denn man fährt ja auf so Motorrädern, deswegen habe ich keine Handfrei zum Filmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Attraktion. Can everyone see me? Great. Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an Avatar,
and I'm here to help you guys get ready. But first, we have to scan you for Pandoran Mycoplasma. Parasites. Fly! Help us out and move around a bit. Almost. Yes, got him. Now, let's find you your avatar matches. Before we send you to the link chamber, let's watch this piece by Dr. Ogden, who runs the program. Welcome, everyone. I'm Dr. Jackie Ogden from the Pandora Conservation Initiative. You're about to experience a ceremony that's very special to the Na'vi, flying on the back of an Ikran, or as we call it, a Banshee. Raus aus Avatar Flight of Passage und ich sag, also Lightning Lane ist super, weil wir mussten gar nicht warten, sind durchgelaufen und ja, war spektakulär. Ihr habt ein bisschen was vom Onride gesehen, ich hatte eine GoPro an, die durfte ich anbehalten und ja, war wirklich gut, hat mich beeindruckt, also die Landschaften, was man alles so sieht, das Feeling auf diesem, sag ich mal, auf diesem Vogel, auf dem man fliegt, ist schon nicht schlecht, ja. Ich laufe jetzt Richtung Dinosaur Land, da möchte ich mir die Kite-Shows angucken, Dinosaur fahren und dann sehen wir mal, was wir noch so machen heute. Gleich bleibe ich jetzt alleine, die anderen fahren jetzt zum Pool, denn heute ist es wirklich sehr, sehr warm. Ja, während ich hier auf die Kite-Show warte, oh, da kommen gerade Charaktere vorbei. Moment. Adventurers and explorers, say hello to Mickey and his pals, returning on the Discovery River. Wenn man vergisst, den Zoom rauszumachen. Ja, was ich eigentlich eingangs erzählen wollte, ich habe hier noch keinen einzigen Charakter getroffen. Also ne, so Meet and Greet mäßig wie in Disneyland Paris habe ich tatsächlich hier noch nicht gemacht. Keine Ahnung, hat es schon nicht ergeben. Im Magic Kingdom hätte ich gestern noch Mickey treffen können in seinem 50th Anniversary Outfit, aber das mache ich am Sonntag. Ansonsten bin ich jetzt nicht so keen drauf. Also ne, ich will eher die Attraktion, die Show und da kommt jetzt schon die erste Kite. Ich muss den Akku jetzt noch tauschen, bevor die Show losgeht. Also, ihr seht jetzt die Show und dann hören wir uns später. Hi,
salt like never before. Es gibt tatsächlich zwei Kite-Shows. Einmal die König der Löwen-Show, die ihr gerade zum Teil gesehen habt. Und dann gibt es nochmal die Version mit Dschungelbuch. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe oder beim nächsten Mal, aber werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Finde ich echt eine schöne Show. Die Musik ist mega. Ich hatte gerade mein persönliches Fotoshooting mit dem Dinosaurier da hinten. Ich kann euch ein paar Fotos hier mal reinpacken. Der Fotograf war super. Ich hatte meine eigene Fotosession. Ja, ich bin jetzt hier im Dinoland. Und mache mich jetzt auf den Weg zu den Dinosaurs. Und ich werde später mal Rafting fahren. Heute ist das perfekte Wetter für Rafting. Da kann man auch mal nass werden. Ja, aber der Fotograf war super. Let's go get that dino. Computer, what are you tracking? Styracosaurus. Not our dino. I'm tracking a big dino on the scope. Could be ours. Computer, whole stuff. Identify. Carnotaurus. Definitely not our dino. Go, go, go. And identify. Sauropod. Still not our dino, but at least this one's a vegetarian. Close. Computer, now what? Carnotaurus. That's it. Abort mission. Abort, abort. Iguanodon. Forget it. Get them out now. Asteroid impact. Break yourself. This is it. They're not gonna make it. They're not gonna make it. Dinosaurs war wild, ganz viel Geruckel, aber kann man schon machen. Hinter mir war ein Kind tatsächlich in der Warteschlange, hat schon geweint, allein ne, durch das Reingehen. Also ich glaube, der hat das nicht so gut vertragen, den Ride. Ja, mir ist so warm, ich muss jetzt meine Strumpfhose tatsächlich ausziehen. Und deswegen wird es Zeit für eine Abkühlung. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Rafting. Thank you.
auf dem Weg zum Rafting hat dann die nächste Kite-Show angefangen. Da dachte ich, komm, nimmst du das noch mit? Aber mir gefällt The Lion King viel, viel besser als Dschungelbuch. Und hinter mir seht ihr den Expedition Everest Berg. Das ist tatsächlich auch eine Achterbahn, aber die ist leider under Refurbishment. Solange ich hier bin, kann ich leider nicht fahren. Vielleicht beim nächsten Besuch. So, jetzt geht's aber echt wirklich zu Rafting. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Entweder man wird nass oder man wird richtig nass, so wie jetzt. Hier kann man nämlich so einen Knopf drücken und dann spritzen die Elefanten das Wasser. Und wir haben tatsächlich eben ja gestanden und wenn man steht, dann ist es richtig witzig, wenn man das Wasser die ganze Zeit spritzen lässt, weil man wird dann halt auf der einen Seite die ganze Zeit nass. Ja, ich bin auch ein bisschen nass geworden, aber bei dem Wetter kann man das schon mal machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist relativ kurz, aber ja, die Wartezeit war auch nicht wirklich lang, 5 bis 10 Minuten. Ja, ihr seht es in den Vlogs, ich esse nicht wirklich viel, denn irgendwie komme ich nicht dazu. Und ich habe mir jetzt mal Chicken Dumplings für 5,99 geholt mit einem Dip. Ist schon teuer für 3 Stück, aber ich bin jetzt hier gerade vorbeigekommen und ich mag die Dinger eigentlich. Und deswegen dachte ich, bevor ich hier vom Stuhl falle, weil ich merke langsam, dass ich was essen muss, hatte nur eine Banane, ein paar Nüsse und 2 Muffins, so kleine Mini-Dinger. Deswegen muss ich jetzt mal was essen. Ja, in Walt Disney World sollte man viel essen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht nehme ich ja noch ab.
Avari. Welcome. We have been expecting you. We are here today to welcome you, one and all, to a celebration, a festival of the Lion King. We can't have this celebration without you. Don't worry, friend. You'll get your time in the spotlight. Oh, I just can't wait to be king. Hello! Hello! Hello, Koopa! Look at me! I'm in a parade! You're looking good! Love you, Koopa! What up? Hi, everybody. Hey, Pumba, Timon. Hey, everyone, look, it's the Lion King. Welcome, Simba. You are right on time. Hey, guys, it looks like we're all here. Let's go. It's many, the cage of denial is simply why I became undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. As my teeth and ambitions are here, be prepared. What you find, none can ever be found. With the sun rolling high, the sapphire sky, is great and small. Ich weiß gar nicht, was ich euch das letztes oder wann ich mit euch das letzte Mal hier in der Kamera gesprochen habe, was ich vorhabe. Aber ich habe mir jetzt mal die Lion King Show hier angeschaut und kann man natürlich nicht vergleichen mit Paris. Also das ist schon sehr verwöhnt mit der Lion King Show in Paris. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Hier ist halt ein bisschen mehr interaktiv. Aber ich habe auch gehört, wegen Corona wurde es auch ein bisschen abgeändert. Kann man sich anschauen, ganz nett, aber nochmal muss ich mir das nicht angucken. Und so langsam werde ich jetzt den Park verlassen. Ich werde irgendwann nochmal, auf jeden Fall tagsüber noch herkommen oder auch mal abends, damit ich Pandora mal abends sehe, weil das soll auch mal noch sehr, sehr schön sein. Aber die Sonne heute war tatsächlich sehr extrem und ich bin sehr müde und würde mich gerne mal ein bisschen hinschillen. Und deswegen jetzt laufe ich langsam zum Ausgang und ich kann sich wiederholen. Also die Fotopass-Fotografie gibt so viele und die machen so viele Fotos, könnte ich halt Disneyland Paris eigentlich mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich gehe jetzt raus und mal gucken, was sie auf dem Weg noch so machen. Ansonsten verabschiede ich mich gleich bei euch. Ja, tatsächlich auf dem Weg nach draußen habe ich den Starbucks gesehen, dachte ich, komm, holst du dir mal noch einen Starbucks, denn hier gibt es in jedem Park mindestens einen, plus Jeffrey's Coffee und so. Also hier ist alles die Amerikaner und ihr Coffee. Und ich habe jetzt einen Salted Caramel Cold Brew Coffee, also kalter Kaffee mit Salted Caramel irgendwas. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe noch nicht probiert, aber ein bisschen Zucker schadet mir jetzt auch nicht nach dem heißen Tag. Und damit spaziere ich jetzt langsam raus.
Ja, das war hier mein Tag im Animal Kingdom, aber ich wollte euch tatsächlich noch was zeigen. Ihr habt es zwischendurch mal gesehen, dieses Booklet, was ich bekommen habe. Wilderness Explorers Handbooks, eigentlich für Kinder. Man kann im ganzen Park Stempel sammeln und erfährt noch was über die Tiere. Ich habe 3 Stempel gesammelt. Ist halt die Kamera schief, weil ich gerade die Seite suche, wo die ganzen Stempel da verteilt sind. Moment, da. Da seht ihr, wo die Ui ganzen Stempel finden könnt, im ganzen Park verteilt. Könnt ihr mit den Kindern ganz gut machen, so eine Art Schnitzeljagd, die Kinder lernen noch was. Und ja, kann man sich dann mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Ansonsten werde ich auf jeden Fall nochmal abends ins Animal Kingdom kommen. Ich werde wahrscheinlich dann Park hoppen. Und ja, das war mein Tag hier im Animal Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bei meinem Tag hier dabei gewesen zu sein. Und ja, morgen geht's in die Hollywood Studios. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriege einen Lightning-Slot für Rise of the Resistance. Bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Und ja, damit verabschiede ich mich hier von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen in den Hollywood Studios wieder. Achso, und ich wollte noch was sagen. Ich werde wahrscheinlich nicht der größte Food-Blogger hier im Walt Disney World. Also bitte richtet euch nicht nach Food Recommendations hier, weil ich, wie gesagt, ich esse hier gar nicht so viel. Ja, da guckt lieber bei DFB Guide oder All Net Ears, glaube ich, vorbei. Die haben super Food-Tipps. Bei mir bekommt ihr nicht so viel Food zu sehen. So, jetzt aber. Bis morgen.